Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Runde. Ja, Lost Epoch. Und zwar habe ich jetzt eben vergessen aufzuräumen in meinem Inventory. Das vergesse ich dann ja gerne mal. Wir sind jetzt auf der Suche nach den Wastelands. Weil da, denke ich mal, wird uns die nächste Quest hinführen. Ist mir zwar spät aufgefallen, aber irgendwann ist es mir dann doch mal aufgefallen. Ich dachte, dieses Blutding würde mehr Schaden machen. Ich brauche teilweise recht lange. So, jetzt lass uns mal... Ach, haut ab. Seht zu, dass ihr wegkommt. The Wasteland. Da wollte ich hin, genau. Ja, heute ist Freitag. So, wir sind in Wasteland. Das ist gut. Und jetzt schauen wir uns... Hallo, Jungens. Alles gut bei euch? Hells Portion brauche ich nicht. Wenn ich fülle, kann ich nicht mehr aufnehmen. Ach, haut ab. Was an abhauen ist ja zu schwierig zu verstehen. Tschüss. Einfach abhauen, danke. Ja, ihr seht auch, dass die Skelette jetzt hier Knochenrüstung haben. Das heißt, sie halten einfach mehr aus. Das ist gut so. Ja, ansonsten weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ich gucke mich einfach mal um. Ja, macht immer noch Spaß. Ich bin mal gespannt. Hallo Spinnilies, ich mag euch nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Gut, auch wenn ich das noch nicht erwähnt haben sollte, solltet ihr jetzt tot sein. Da ist auf jeden Fall ein Portalchen. Hallo. Welchen wir uns natürlich holen. Welches, nicht welchen? Was ist das eigentlich für ein Deutsch? Alter. Ja, ansonsten bin ich wieder am Aufnehmen. Meine Augen oder mein Auge spielt mit, wobei, wie gesagt, jetzt ist abzuwarten. Hallo. Könnten die Skelette auch mal oder ist heute mal ausfallen wegen ist nicht? Wenn ich es ändert, dass er dann auch mal was tut. Was war denn nun? Achso. Ein neuer Skill für die Skelette, ein neuer Skillpunkt. Jetzt muss ich auch mal gucken, was wir machen. Unholy Rage. Attack Speed ist nice. Was haben wir hier? Warrior Maximum Health, ja. Damit die einfach länger durchhalten. Zack, die Eule. Schaden können wir ihnen immer noch geben. Ja, hier sollten wir auf jeden Fall The Abandoned, was weiß ich, Tunnel. Was sollte es für dich gewesen sein? Wir gucken uns natürlich weiter um. Kiste. Erstmal das Zeus aufnehmen. Kennen wir ja schon. Ja. Ansonsten Augen-OP. Ja, das hier kommt ja Montag. Ich hatte noch Titan Quest aufgenommen. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Bis das kommt, da bin ich so ein bisschen im Voraus. Habe ich jetzt nochmal für eine Woche aufgenommen gestern. Gestern habe ich auch das erste Mal wieder gestreamt. Final Fantasy, es macht immer noch weiterhin Spaß. Wir kommen so langsam sicher in die finale Phase davon. Schnauze. Hallo Spinnili. Immer schön brav bleiben, bitte. Ja, also von daher geht voran. Wir sind gespannt, oder ich bin gespannt, was am Montag der Augenarzt sagt, wie es jetzt mit meinem Augendruck, Innendruck ist. Ist ja immer so, ja, ich habe ja jetzt die Linse tauschen lassen. Das klingt irgendwie wie so, weiß ich nicht, so ein Auto, wo man was austauschen lassen hat. Was ist da gefallen? Was auch immer. Lasst den Scheiß. Finde ich gut, wenn ihr euch drum kümmert. Ich nehme meinen Rest so lange derweil auf. Ihr macht das schon. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, heute ist Freitag. Heute kann ich mal wieder noch ein bisschen aufnehmen. So, für nächste Woche, vielleicht auch schon für übernächste Woche, je nachdem, was heute noch so anliegt. Ich weiß das noch gar nicht so genau. Rest wird sich zeigen. So, lalala. Ich fände die Mütze immer noch totale Kacke. Tut mir leid. Die Mütze geht gar nicht. Ja, werd du hier mal wieder zu einem großen, großen, bösen Golem oder was immer du bist. Seh zu, dass du wegkommst. Kann ja nicht angehen hier. Was hast du Schönes gedroppt hier? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Lalala, lalala. Jede Menge Zeus. Wir haben auch noch was Blaues. Ich weiß nicht, wofür man die Kohle nachher braucht.
Oh, schon wieder. Was ist denn hier los? Gucke ich mir alle später an. Ob das was für unseren Char ist oder nicht. Increased Car Speed ist natürlich geil, wobei das glaube ich für den Caster, den wir spielen, nicht ganz so relevant ist. Aber was man hat, hat man halt. Falsche Taste. So, da hinten geht es noch eine Runde weiter, aber da oben geht es auf jeden Fall raus. Da, wo wir hin sollen. Und ja, liebe Chris, wenn ich mal was übersehe, was soll ich sagen? Ich bin halt manchmal ein Blindfisch und dann übersehe ich auch Dinge. Das passiert. Hau ab. Hau ab, sagte ich. Wenn ihr mal... Ja, genau. Ich habe hier auf jeden Fall die, diese Dinger hier eingebaut, die Idols, die ja auch nur noch Sachen dazugeben. Können wir mal eben hier ein bisschen sortieren. Können wir, wenn wir jetzt schon mal hier drin sind, was ist das denn? Vital Warding Tome of Frost. Nee, interessiert uns nicht. Und das ist Bullshit. Da haben wir doch noch ein... So, Fighting Chance, Gloves. 52%. Fit euch. Und hier haben wir Helmet. Unique Julius Circuit. 5 Armor, 31 Mana, das ist gut. 14% Increased Spell Damage. Den nehmen wir. Den können wir immer noch aufbasteln. Können wir jetzt eigentlich mal probieren. Forge. Gehen wir hier rein. Was? Okay, er sagt 2 sind... Was haben wir da hier drin jetzt? Destroy? Nö. Hier wird nichts destroyed. Was ist das jetzt? Wieso kann ich hier nichts einbauen? Verstehe ich nicht. Er hat auf jeden Fall hier Plätze. 2 Availability. Oder Available hier auch. Aber ich kann nichts. Nicht wirklich irgendwas einschrauben. So gar nicht. Also entweder, weil das Item schon so hochwertig ist. Was ist das? Steuerung alt, sagt er hier. Aha. Okay, da sagt er uns, was beim Rerollen rauskommen soll. Oder kann, nicht soll, entschuldigt bitte. Okay, wir setzen ihn trotzdem jetzt erstmal einfach mal auf. Da können wir erstmal so nix machen, glaube ich. Da sind wir raus sozusagen. Ist jetzt ja trotzdem nicht so scheiße, das Item. Deshalb legen wir es einfach mal an. Hallo? Plus Mana ist ja sowieso immer eine feine Sache. Das mit dem Craften muss ich nochmal ein bisschen rausfinden, weil warum kann ich... Er sagt ja, 2 sind available, also 2 mögliche. Warum kann ich hier jetzt nicht craften? Entweder ist das Item-Level so, dass ich... Verpisst euch. Abhauen. Oder ich bin zu blöd, hier irgendwas zu verstehen. Keine Ahnung, beides ist möglich. Hallo, alle Stimmen. Alter, die ist ganz schön groß geworden, finde ich. Na, Größe ist nicht alles. Das klingt jetzt in einem anderen Kontext blöd. Aber nicht in dem Kontext. Ja, wir gucken weiter. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Gestern Abend Final Fantasy, heute Abend Final Fantasy. Und ich freue mich ja schon wahnsinnig auf den 19. Juni. Release-Tag von Last of Us 2. Vorgestern kam ja das Stirbst du? Danke. Vorgestern kam ja das der Trailer raus und ich muss ehrlich sagen, also Bombe gefällt mir richtig gut. Wie sagt ein guter Freund von mir, ich hatte ihm geschrieben, ob er dann schon den gesehen hätte, den Trailer. Kam irgendwie nur zurück, ja, ich glaube, ich muss mir eine PlayStation 4 Pro holen. Das waren so die Worte, die da kamen. Und ja, ich kann es verstehen, es sieht richtig gut aus und ich mochte ja den ersten Teil auch sehr, sehr gerne. Da hatte ich noch nicht mehr eine PlayStation. Da habe ich das bei Gronkh damals geguckt. Also wirklich komplett das Let's Play durchgeguckt. Hab's mir dann aber nochmal in der
wie heißt diese Edition? Weiß ich nicht, verbesserte jedenfalls. Habe ich mir das dann auch nochmal selbst zugelegt. Und muss echt sagen, also das Spiel ist einfach toll. Und ich muss sagen, ich liebe die Spiele von Naughty Dog. Also so Uncharted 4 habe ich vergöttert. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Also die Leute können ja eins, das muss man ja denen lassen, die können ja Geschichten erzählen. Ne? Also muss ich sagen, Naughty Dog, Hut ab. Hallo, verlässt du das mal? Kann ja wohl nicht angehen hier. So, ein einzelnes Skelett rennt vor. Mutig, mutig, liebes Skelett. Aber du hast es gut gemacht. Will ich mich nicht beschweren. So, jetzt müssen wir aber hier bald alles durchhaben. Im Wasteland. Genau, und jetzt können wir da oben hin, wo wir hin sollen. Lalalala, hallo, ich bin die Alt-Erneline, auch Zauberin oder Totenbeschwörerin. Da sollen wir rein. Abandoned Tunnel. Dann tun wir das mal. Meine Uhr läuft mit, das ist gut. Das ist ja immer so eine Sache, ich vergesse das ja gerne mal. Hallo. Lalalala, hallo Spinnies. Ah, der macht echt... Ich bleib dabei. Der Spell ist ziemlich geil. Also meistens sterbe ich ja, wenn ich gepennt habe. Irgendwie so ein Void-Schaden auf dem Boden rumfleucht oder sowas. Aber ich muss ja sagen, bis hierhin... Alter, ist jetzt mal gut hier. Oh, da ist wieder ein Idol. Diesmal möchte ich es nicht übersehen. Ich finde, das, diesen Idols könnten die ruhig einen anderen Namen geben. So, meine Meinung. Weil man übersieht die, finde ich, relativ leicht. Also, weil so weißen Stuff lasse ich ja zumeist liegen. Hallo, Jungs. Können wir das mal lassen? Weil ich nehme ja meistens nur weiß und blau, gelb und blau mit. Und klar, wenn es natürlich nochmal schicker ist, auch. Wieso hat sie eigentlich immer noch diesen ekligen Hut auf? Will sie mich verarschen? Scheint wohl so ein Dauerzustand bei ihr zu sein. Kannst du nicht ändern. Hallo, warum rennt ihr in die Richtung, wenn ich sage, wir gehen in die Richtung? Wisst ihr auch nicht so genau, ne? Ja, also wo war ich denn geblieben? Genau, die Macher von Naughty Dog, also für mich eine der besten Programmierschmieden. Und da hat Sony auch ganz klar echt was in der Hand mit den Jungs. Okay, wir sind Fülle. Wie viel haben wir denn auf der Uhr? Na, nee, das müsst ihr jetzt erleben. Ich gehe ein bisschen verticken. Ja, also die sind wirklich meines Erachtens nach mit einer der besten Programmierspielen und eben halt auch, das darf man nicht vergessen. Shop. Lalala, brauchen wir gar nicht. Ich glaube, das war der richtige. Das Schwert können wir mal in die Kiste packen. Gürtel 4 Portions und wir haben, unser jetziger Gürtel hat auch 4 Portion Slots. Oder habe ich jetzt, nee, da, ja, ist okay. Ich weiß immer noch nichts. Keine Ahnung. Ja, Minion Heads. Ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, oder? Das ist auf jeden Fall das bessere Teil. Ja, nee. Alles klar. Das Zeug weg, das Zeug weg. Den sollten wir mal behalten, weil Protection und so. Two-Handed, lalala. Melee, bla, interessiert mich jetzt nicht. Hallo, willst du mal verkaufen? Danke. Wir können mal eben die Crafting-Teile weglegen. Hallo? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ist bescheuert? So. Was ist denn damit? Base Attack Rate 1,02, Melee Damage und... Ach, leck mich. Dann weg, das sowieso. Was kann das Idol denn? Fire Damage, naja, nicht so relevant. Das dürfte auch Fire Damage, ne, Adaptive Spell Damage und plus 3 Mana Cost, lalala. Kann aber aufweg meines Erachtens nach. Die Handschuhe behalte ich in jedem Fall, auch wenn ich sie für unseren Char jetzt nicht so richtig gebrauchen kann. Ah, ne, ist auch nicht so doll, ne, 23% Increase Critical, nein. So, das kann aufweg. Dann gehen wir mal eben zur Kiste. Packen da mal eben die Sachen rein hier.
Weiß gar nicht, warum ich das da reinpacke, aber weil ich es kann, möglicherweise. Machen wir eben hier Sortierung. Die Handschuhe sind für Nahkämpfer wirklich nice, aber für einen Fernkämpfer denkbar ungeeignet. Das Idle packen wir auch rein, wobei wir das nicht wirklich gebrauchen können. Trotzdem einfach mal hier reingetan. Den können wir auch mal... Wobei, den habe ich mir einfach mal zum Basteln da gelassen. Das kann ich jetzt eigentlich auch nochmal machen. Lalala, Crafting Items, Forge. Toll, jetzt, das ist immer... Ach so, doch, geht doch. So, zwei Available. Cast Speed ist uninteressant. Spell Damage ist schon geil. Wo ist er denn? Cast Spell? Wieso kann ich dich da nicht einfach... Willst du mich verarschen? Also, Spell Damage. Was ist das hier? Increase Spell Damage, ja passt. Und was ist das hier? Modified, mach mal. Okay. Jetzt möchte ich drauf haben. Cast Speed ist nicht ganz. Necrotic Protection, weiß ich nicht. Spell Damage and Mana Cost. Adds Prozent Increase Spell Damage. Ja, weiß ich nicht. Minion Damage. Minion Damage klingt für mich gut. Hallo. Ja. Forge. Sehr schön. Chance to blind on hit. Spell Critical Strike Chance. Fire Damage. Cold Damage. Das ist alles uninteressant. Dann würde ich nochmal sagen, wenn ich's, kann ich es dann nochmal? Ne. Probiere ich mal oder nicht? Ach so, warte mal, das ist T2. Das ist. Ach so. Wenn ich den jetzt hier. Minion, Minion, Minion. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt mein Minion hin? Ich probiere. Moment mal. Minion. Das kann ich nicht nochmal. Und Spell Damage. Da ist jetzt Minion Damage. Ich probiere es nochmal. Oh, T3. Okay. Und das ist jetzt Increase. Ach so. Moment einmal. Das ist T2. Das ist ja mal nice. Du kannst ja also über Tiers entsprechend. Wir machen nochmal Void Protection drauf. Was? And will add 5 Crafting Instability to Item? Das will ich aber eigentlich gar nicht. Modifies the outcome of a craft, reducing. Ja, das finde ich gut. Fracture Chance, 25% meiner will add bla, lecco mio. Das ist ungeil. Ich tue es trotzdem mal. Kann ich das nochmal dazu packen? Ist das nochmal? Ja. Ah, Fracture Chance 10% ist natürlich recht hoch. Ich glaube, so langsam sicher steige ich dahinter. Wenn ich den noch mit dazu packe. Ah, 95. Wir versuchen es. Nochmal? Was sagt ihr? So, ich sage jetzt mal, das Item ist fertig. Das ist mal ein nices. Das muss man auch erstmal verstehen, dass man das ja nach Tiers bearbeiten kann. Ja, 21% increased. Was hat denn mein jetziger Knüppel? 34% increased. 17%, 13% increased Spell Damage, minus 3 Spell Mana Cost, 21% increased. Hallo, Minion. Ja, der passt doch. Den nehmen wir auch gleich mal. Dann kann ich den jetzt hier auseinandernehmen.
Destroy an Item. One Shard haben wir zurückbekommen. Alles klar. Okay. Wieder was dazugelernt. Dann machen wir jetzt weiter. Es ist natürlich nice. Habe ich jetzt auch so bis dato gar nicht mitgekriegt, dass das geht. Das hier... Ja, ist klar. Hallo, Jungs. So. Oh, ich sehe gerade, 20 Minuten sind locker um. Ihr Lieben, weil ich gerade eben so im Craften war. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sage bis zum nächsten Mal bei Last Epoch. Und ja, Chris, sagt mir das nächste Mal bitte. Tschüss.